Das sind Thomas Eggert aus dem thüringischen Altenburg und sein Saporosches SAS 965, Baujahr 67. Also ich fand das Auto schon immer niedlich und habe gedacht, eins könnte man retten. Früher war es das hässliche Entlein und immer kaputt. Und es macht richtig Spaß zu fahren damit. 1960 beginnt im ukrainischen Saporoschje die Produktion der gleichnamigen Autos. Die Karosserie kupfern die sowjetischen Ingenieure kurzerhand bei Fiat ab. Ganz voreilige sollen schon die Bestellungen bei der HO für eine Saporoschje aufgegeben haben, obwohl die Produktion des neuen sowjetischen Kleinwagens gerade erst angelaufen ist. Es wird also noch ein Weilchen dauern, ehe die ersten Modelle dieses schnittigen Wägelchens, dessen Heckmotor 28 PS hat, mit 90 Sachen über die neue Brücke bei Stalinstadt rollen. 1967 kommen die ersten Saporoschjes in die DDR, auch nach Stalinstadt, das heutige Eisenhüttenstadt. Während man zu dieser Zeit bereits jahrelang auf einen Trabant warten muss, gibt es den Saporoschjes sofort. Der Motor basiert auf einem russischen Panzeranlassmotor. Schnell spricht sich herum, dass das Auto weder für schnelle noch für lange Fahrten taugt. In einem Auslieferungslager bei Berlin rosten hunderte nagelneue Saporoschjes vor sich hin. Natürlich waren die dann, wenn die ein oder anderthalb Jahr gestanden hatten, nicht mehr in so einem idealen Zustand. Laub und Schmutz, was so bei normalen Abstellen also passiert, wenn man ein Fahrzeug in der freien Natur abstellt. Und wir mussten leider, das muss ich hier sagen, aus einigen Neufahrzeugen, die noch nicht verkauft waren, bestimmte Teile ausbauen, um den Fahrzeugen zu helfen im Garantiezeitraum, die also bereits verkauft wurden. Und wenn man als Fachmann dorthin kommt und so etwas sieht, dann schmerzt das schon etwas. Doch die aktuelle Kamera preist bereits einen neuen Sapo an und berichtet von einer sowjetischen Konsumgüterausstellung. Auf einer Fläche von 15.000 Quadratmetern werden mehr als 30.000 Artikel gezeigt. Von der elektrischen Zahnbürste bis zum neuen Saporoschje reicht die Parade der Erzeugnisse, die auf dem sowjetischen und internationalen Markt von sich reden machen. Nicht nur in der Sowjetunion wird man bald diese Neuentwicklung der hiesigen Automobilindustrie schätzen. Es ist der Saporoschje SAS 966, der jetzt mit einem stärkeren Motor und Detailverbesserungen in die Serienfertigung gegangen ist. Um die 11.000 Mark kostet der Sowjetimport in der DDR etwa so viel wie ein Trabant. Dem Zweitakter aus Zwickau ist der Saporoschje in manchem überlegen. Es gibt ihn mit 40 PS und 1200 Kubikzentimetern Hubraum. Wo sich der Trabant den Berg hinaufquält, zieht der Saporoschje jetzt locker vorbei. Fahrer und Beifahrer haben viel Beinfreiheit, denn auch beim neuen Modell ist der Motor hinten. Und die Sitze sind gut gefedert. Auch Familie Eggert hat einen der neuen Saporoschje jetzt und fährt damit in den Ostseeurlaub. Allerdings ohne Koffer. Ja, Sapo-Fahrer ist er eigentlich nie mit Koffer verreist, sondern er hat Einkaufstüten gesammelt und hat seine Socken dann in die Ecken gedrückt überall. Weil so ein sperriger Koffer ging einfach nicht rein. Der winzige Kofferraum schreckt die Autokäufer ab. Sie warten lieber weiter jahrelang auf einen Trabant oder Wartburg. Etwa 10.000 Saporoschje werden pro Jahr in der DDR zugelassen. Verschwindend wenige im Vergleich zu anderen Fabrikaten. Schrecken verbreitet auch die benzinbetriebene Heizung. Ja, das ist die Benzinheizung. Und das Geräusch, was man jetzt hört, das geht auch weiter, wenn die Heizung ausgeschaltet ist, bis sie sich abgekühlt hat. Und das dauerte so 2-3 Minuten. Und wenn man an die Tankstelle kam, hat man immer gewimmert, geht das Ding jetzt aus? Weil der Tankwart, wenn er einen Saporoschje gesehen hat, hat er schon geguckt, hat er die Heizung aus? Und wenn der das gehört hat, dass die Heizung läuft, konnte man gleich ausscheren aus der Schlange. Es ist regelmäßig vorgekommen, dass Autos einfach abgebrannt sind, weil viele selbst versucht haben, die Heizung zu reparieren. Und wenn die Dichtung beschädigt wurde, dann tropfte das hier runter, genau auf die Heizung. Und das war's dann eben. Doch alles in allem ist der Saporoschje jetzt ein robustes Auto. Er ist für russische Holperpisten konstruiert, geländegängig,
aber langsam. Auf der Autobahn sind auf Dauer nicht mehr als 90 Kilometer pro Stunde drin. Sonst läuft der Motor heiß. So mancher Großvater vermacht seinen Sappo dem Enkel und der fährt Vollgas. Die alten Herren waren mit dem Auto äußerst zufrieden, haben das 10 Jahre gefahren, haben nie Probleme gehabt und haben das dem Enkel im Grunde geschenkt. Spätestens 4 Wochen später stand er bei uns in der Werkstatt, Motor kaputt. Die Saporoschetz-Fahrer müssen einiges ertragen. Ihre Autos werden als Tiger-Trommel und Kolchosentraktor verspottet. Und Ersatzteilsituation und Verarbeitung werden immer schlechter. Die Qualität entsprach dem damaligen sowjetischen Standard. Natürlich gab es da für deutsche Begriffe einige Ungereimtheiten. Da gab es mal ein paar Undichtigkeiten in der Karosserie oder Klappergeräusche. 1979 wird der Import eingestellt. Die Qualitätsmängel sind zu groß. Fast zur gleichen Zeit beginnt Thomas Eggert eine Lehre als Kfz-Schlosser in einer Saporoschetz-Vertragswerkstatt. Zu tun gibt es dort immer noch genug, denn in der DDR wird kaum ein Auto verschrottet. Im Werk in Saporoschje aber ändert sich einiges. Ende der 80er Jahre rollt ein neuer, moderner Saporoschetz vom Band. Im Herbst 89 will die DDR den Import wieder aufnehmen, doch dann kommt die Wende. Niemand will jetzt noch Trabant oder Saporoschetz fahren. Thomas Eggert bleibt der Marke treu und baut einen alten SAS 965 originalgetreu auf. 1992 eröffnet er mit seinem Bruder eine eigene Autowerkstatt und repariert dort bis heute die letzten verbliebenen Saporoschetz. Schätzungsweise 150 tuckern heute noch durch Deutschland. 2 davon gehören Thomas Eggert. Sie waren und bleiben Exoten.